Ich glaube, hier kann man ganz schwer ein Timing finden. Das war der falsche Spielstand. So. Weiter vorne. Macht's das besser? Das war unfair. Ich protestiere. Okay, das ist nicht ganz einfach. Keine Ahnung, vielleicht lasse ich es doch bleiben, wenn es nicht klappt. Oh, ha, ha. Nein. Wie hat sich der Level-Designer das gedacht? Ja, ja. Na toll, danach noch zergurt. Und. Renn! Oh nein. Lass es sein. Das ist so wellenförmig. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das machen sollen muss. Ich meine, da hinten lockt das Zeug, aber da muss ich ja auch wieder zurückkommen. Oder gehen die dann aus, die Teile? Oh, das war fast gut. Das war fast gut. Ach, fuck, scheiß drauf. Okay, hier wohnt keiner. Also, Hinterhalt. Nicht direkt, aber da rennt einer rum. Zwei. Ah, jetzt kann der auch wieder Fahrstuhl benutzen. Das habe ich nicht kommen sehen. Hätte ich doch nur mal die Sonnenbrille abgezogen. Aber ich bin so cool. Okay, noch einmal mit Gefühl. Rup, rup, rup. Na, wollt gerade sagen. Ach, jetzt rennt er einfach vorbei. Ei, ich wünsche euch Hodenmums, ihr Penner. Das wünsche ich sonst auch keinem, aber denen. Da können sie dann nicht mehr richtig rennen. Okay. Was? Oh. Pum, pum, pum. Alter. Das war nicht so gut geschossen. Ja, von mir nicht, von denen schon. Das muss ich neidlos zugestehen, der Schuss war nicht schlecht. Also, die hauen mich hier im Moment der Reihe nach um. Ich glaub's ja eigentlich nicht. So, komm hier raus. Ja, das war gut. Wobei es auch eher ein Glückstreffer war. So, mal speichern und dann kommt der grün geschuppte Sellerieschäler hoffentlich von da oben runter. Ja, da ist er. Du kommst nicht an meinen Sellerie. So. Ein Anti-Schwerkraft-Teleport-Fahrstuhl. Okay, geh auf. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, gleich hau ich mir noch den Kopf an. Das war ein Level? Okay, Mutterschiff-Labor. Na, Labor, ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Wer weiß, was da wieder noch alles rumklutscht. Oder ob da einfach nur viele Ska sind. Ein Ska-Doktor, so mit Laborkittel, hä? Albert Ska-Stein? Wieso ist er aber jetzt weggerannt? Muss ich das ganz verstehen? Es war nicht sehr klug, er hat ja noch nicht mal einen Alarm ausgelöst oder so. Und ich konnte ihn einfach von hinten wegputzen. Wie der ekelhafte Karies aus dem Weltraum, der er ist. Na, Energieversorgung der Quelle ist gesichert. Notenergieversorgung ist in Betrieb. Aufrechterhaltung der Energieversorgung der Quelle hat höchste Priorität. Schwäche wird bestraft. Ja, ziemlich martialisches Völkchen, ne? Das heißt so viel wie kriegerisch. Security Personnel report to deployment zones around the detention block, bla bla bla. Okay, Sicherheitspersonal muss halt in den Gefängnissektor. Da werden wir vielleicht auch noch durchkommen, vielleicht können wir einen Aufstand anzetteln. An alle Sicherheitskräfte begeben sie sich zu ihren Stationen um den Gefängnisblock. Ja, okay, bis das APS wieder online ist. Kein Häftling darf entkommen. Ja, das gibt mir doch einen Hinweis, dass ich versuchen soll, Häftlinge entkommen zu lassen, ne? Ich bin halt eben ein Schlingel. Ja, dumm rumlamern und dann nicht kommen, ne? Jetzt kommt er, oder? Oder kommt er nicht? Wer weiß? Der verunsichert mich. Da höre ich doch Mercs. Ah, da ist hier Wache gegangen. Wir haben den nur da hinten irgendwie wohl schon gehört, hä? Einfach oben reinschießen. Okay, hat nicht so viel gebracht. Puh. Rennt er voll rein. Lässt sich seine Därme zerschwurbeln. Ich bin dafür, dass Zerschwurbeln ein richtiges Wort wird für den Duden.
Ah, Science-Fiction-Musik. Klingt das fast ein bisschen retro. So, dann schauen wir mal, wo sind wir denn hier? Ist das der Gefängnissektor? Sieht so aus, ja. Ja, ja. Zeigt er uns was? Wir sollen da irgendwie... Gibt's dafür... Oh nein. Vielleicht gibt's da hinten den Schalter, der das Kraftfeld ausschaltet. Oh. Was macht der da alleine im Kämmerchen? Wes Kämmerchen ist... Oh nein, das sieht aus nach Maden. Das ist mir nicht geheuer. Ja, oh nein, wo kommst du denn her? Das Kraftfeld... Das... Ist das einfach durchs Kraftfeld durch? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich hoffe, ich kann das alles wegschießen. Nee, nicht so ganz. Dann muss ich hier halt durchrennen. Ja, weil... Da ist das Kraftfeld aufgegangen und da hinten nicht. Warum? Oh, die Taschenlampe gibt langsam den Geist auf. Oh nein. Aber zerfetzt, zerfetzt, so wie es sich gehört. Oh, guck mal, wer da hinten kommt. Der Blob. So. Es hat den Blob nicht groß gestört, glaube ich. Ach du Kacke, ich hoffe nicht, dass die alle rauskommen. Also die haben auch welche von ihren eigenen Leuten eingesperrt. Sind das vielleicht die, die schwach waren? Schwäche wird ja bestraft. Oder sind das Abtrünnige oder was? Abtrünniges Gas, sowas gibt's doch gar nicht. Muss ich den Linien auf dem Boden folgen? Da müsste ich mich aber ein bisschen zerteilen können. Warum bist du eigentlich noch nicht tot, du abgefuckte, hämorrhoidengeplagte Alien-Echse? Und warum rennst du weg? Komm zurück! Man rennt nicht einfach vor einem Kampf davon! Außer es ist PvP bei einem Pay-to-Win-Spiel. Dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, das Spiel erst zu spielen. So, da fällt er. Bums. Ja, Shagadelic. das finde ich sehr praktisch. Kugelsichere Weste immerhin. Haben wir mal wieder ein bisschen Rüstung. Was habe ich jetzt ausgelöst? Piu, 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 piu. Also das sind Kraftfelder. Hier Zutritt verweigert. Okay. Müssen wir wohl irgendwie ausschalten können. Das Kraft... Ach, wie gemein, wie gemein. Wie scheiße gemein. Aber das Kraftfeld war ein Teleporter, das muss man auch erstmal checken, ne? Okay, da steht er dann direkt. Pabums! Oh nein! Mann, ich glaube, der Boden da unten ist ungesund. Ich glaube, deswegen bin ich auch gleich gestorben eben. Ah, Dreck. Naja, mal schauen, wie weit ich so noch komme. Ist ja immer mal wieder so ein bisschen der Spaß dabei. Beziehungsweise die Herausforderung. Da gibt's doch ein Secret und... Die können doch hier nicht die Möglichkeit einbauen, dass man da runterspringen kann. Und dann ist es kein Secret, sondern eine Todesfalle. Ihr gemeinen Level-Designer. Euch schicke ich benutzte Unterwäsche. Unfrankiert. Ach, Kacke. Okay, aber ich glaube, er ist runtergeflogen und dann müsste er kaputt sein. Ja, sieht so friedlich hier aus. Ja, Taritium-Schlamm... Wann benutze ich die Waffe denn schon noch? Auf den Kopf! Und warum fliegt der denn nicht weg? Hast du zu starke Halsmuskeln? Na also. Schild weg! Hey! Babsack! Du dreckiger, durch den Mixer gedrehter Hackfleischkneter! Das hab ich ihm aber gegeben. Okay. 33 Schuss könnte ich mal ein bisschen mitnehmen. So, 45, das ist wieder gut. Mysteriöser Ort hier. Oh, eine neue Taschenlampe, sehr gut. Und eine neue Rüstung, kein Scar. Wo geht's hier hin? Das wollen wir doch so gleich herausfinden, meine Freunde. Was ist das hier jetzt genau? Ah, Bericht 187, Schrücktachi, zweiter Assistent von S-Tachi. Trotz der Misserfolge bei unseren bisherigen Experimenten mit dem abschirmenden Effekt, weisen die Zellen der Versuchsobjekte doch einige interessante Nachwirkungen auf. Okay, dann ist das hier wohl wirklich jetzt so eine Art Labor,
Tja, bloß an was haben die rumgeforscht? Abweisende Effekte, neuer Schutzschild oder was? Hier steht nichts. Okay, gut. Und hier? Ah, Bericht 189, Schrittachi, zweiter Assistent von S-Tachi. Nach erneuter Analyse der Testergebnisse sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das magnetische Feld des Core-Generators vermutlich die Ursache der Misserfolge ist. Okay, ist dieses Experiment erfolgreich, ziehen wir mit dem Forschungszentrum nach Basis B um, wo wir vor der magnetischen Strahlung des Core-Generators abgeschirmt sind. Bei Erfolg erreichen wir Pegel grün, vielleicht sogar Pegel blau, was auch immer damit jetzt gemeint ist. Pegel. Da steht einer. Und da ist eine Bodenluke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Okay, da hat ein Schildgürtel an. Das gefällt mir jetzt gar nicht so. Und er scheint auch ein bisschen größer zu sein. Aber ich halte einfach drauf. Einfach drüber und weg mit dem Unkraut. Der ist doch noch lang nicht tot, oder? Naja, scheinbar schon. Die Musik ist vorbei und er scheint sich nicht mehr zu regen. Gut, warum darf ich nicht in das Loch runter und mir ein Schildgürtel verpassen lassen? Ah, was steht denn hier? Forschungszentrum, okay. Scheißen wir drauf, einen großen Haufen. Da sind wir hergekommen, glaube ich. Und hier? Hier haben wir auch Forschungszentrum. Ah, andere Seite. Na? Na? Die Versuchsobjekte sind in Sicherheitsverwahrung. Sie sind durch Kraftfelder in einem kleinen Gebiet eingegrenzt und nicht abgeschirmt. Sie sind sehr gefährlich, wenn sie nicht in präzise justierten Magnetfeldern gehalten werden. Ach, sind das hier... Nee, hä, was ist das? Sind das so Entführungskapseln? Energiereserven 80%. Abschirmungseffekt liegt bei 5,64%. EEG-EKG-Ausgaben zeigen massive Störungen. Physiologischer Status ist aktiv und Endorphin-Adrenalsysteme produzieren hormonelle Überlasten. Hm. Also die haben da wahrscheinlich erstmal an anderen rumgetestet, bevor sie es dann irgendwie... irgendwas mit sich gemacht haben. Vielleicht ist es ja ein biologisches Kraftfeld, wer weiß. Okay, hier war ich. Ah, was haben wir denn hier noch? Nichts! Doch. Was habe ich gemacht? Das ist nicht gut. Achtung, Eindringlinge, Mutterschiff entdeckt. Alle Experimente werden auf Befehl von Chakdin Ritsch bis auf Weiteres eingestellt. Für die Sicherheitssysteme müssen 100% Energiereserven zur Verfügung stehen. Okay, wir sind denen wohl wirklich ein Dorn im Auge. Aber wir sind ja auch der Nali-Messias. Dann schauen wir mal. Ja, okay, das kennen wir alles schon. Nee, brauche ich nicht. Tja, da war noch ein anderer Teleporter, dann werden wir den mal verwenden. Aber ich finde es toll mit diesem kleinen Zwischenlevel, wo man dadurch, ja, durch diesen Schlauch fliegt. Das haben sie schön gemacht. Ah, jetzt geht's hier auf. Okay, warum leuchtet das grün? Ist es gefährlich? Sieht nicht so aus. Ah, hier gibt's wieder viele mögliche Wege. Na, wer haust hier? Ist der tot? Aber davor... ja, dachte ich mir, dass der jetzt auch noch aufsteht. Die haben eine Minigun, die Schweine! Ihr Echsen könnt doch gar nicht mit sowas umgehen! So. So allen ausgenudelten Ohrenpoplern. Mit Echsenschwanz. Okay, wenigstens ein paar einzelne Flakgeschosse. Eine Packung wäre mir lieber gewesen. Aber die Muni ist ja noch fast voll hier. Warum ist das so dunkel? Ist das ein Levelfehler? Was? Ah, eine Treppe. Uiuiui, ah, ein Arschloch. Nee. Na. Jawoll, den haben wir aus der Luft gepflückt, so wie sich's gehört. Sehr schön, aber das könnte gleich wieder weg sein, falls hier noch viele Scare rumrennen. Sekundäre Versorgung liefert 80% Leistung, Schwäche wird bestraft. Ja, ja. Energieversorgung der Quelle ist gesichert. Ja, das kennen wir ja schon. Schwäche wird bestraft. Diese grüne Röhre kommt mir komisch vor. Ja, das hatten wir auch schon. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich speichere mal. Ja, natürlich ist es das nicht. Und es gibt auch gar nichts darin. Wie gemein. Hier noch was? Oh. Ein 3D-Modell des Planeten, hä? Ja, und dann müssen wir ja eigentlich, theoretisch zumindest, müssten wir gucken, dass wir ja irgendwie die Gefängniskraftfelder ausgeschaltet kriegen. Oder wäre das nur ein Bonus? Oder ist das egal? Ich weiß es nicht.
So oder so, den Scar wird's immer schlechter gehen, solange wir hier an Bord sind. Aber die haben bestimmt auch noch einige Asse in der Hinterhand. Und wenn sie noch mehr von den Schutzschild-Heinis haben. Hier bin ich vorhin mal lang gekommen, aber da hinten könnte es noch einen anderen Weg geben. Auf der anderen Seite denke ich mir so, das wäre vielleicht schon zu weit zurückgelaufen im Level. Und wieder auf der anderen Seite bei Unreal wäre das nichts Ungewöhnliches. Aber da höre ich noch einen. Ach, das sind wahrscheinlich die im Gefängnis, ne? Ja, ich schau mal kurz bei denen rein. Okay. Also die Kraftfelder stehen immer noch. Aber ich will eigentlich auch die Scar nicht rauslassen. Die gehen doch bestimmt auf mich los, egal was ist. Gab's hier noch was? Ich weiß, hier hatte ich die Rüstung, hä? Das da unten sieht tödlich aus. Es leuchtet so unschön. Unheilvoll. In die grüne Pampe will ich gar nicht erst wieder reinhüpfen. Ich habe noch genug Klibber in der Hose. Okay, ein dunkles Gängelein. Ich gehe mal blind hier rum. Ja, hier waren wir doch vorhin jetzt auch schon. Gibt's da vielleicht doch noch einen anderen Ausgang? Genetic, das Genlabor. Ja, hier waren wir schon. Hat sich was verändert? Ich glaub's doch nicht, oder? Du musst zum Forschungslabor gehen. Was? Da war ich doch erst. Nee, das war bestimmt nur die Aufgabe hier, um die Tür zu öffnen, oder nicht? Osselpie verwirrt. Rumpf. Ja, der Schalter, der war auf jeden Fall schon ausgelöst. Ich glaube, der hat ja auch hinten die Tür geöffnet, oder nicht? Ja. Das Level ist groß. Ja, die Mercs haben da auch Spaß in ihrer Zelle. Vielleicht haben sie wieder entschieden, wer diese Woche herhalten muss. Ja, böser Humor war beabsichtigt. Da steht doch nur derselbe alte Scheiß, ne? Ja. Vielleicht sollte ich einfach wieder auf gut Glück drauf losmarschieren. Na, irgendwo wird's weitergehen. Aber ich wüsste wirklich gerne so aus meiner eigenen Rationalität heraus, wo es weitergeht. Da brummelt's. Ja, aber das war wahrscheinlich auch so ein Gefängnisinsasse. Ja, nehmen wir doch einfach mal die Tür, ne? Okay, wir sind im Chor, also im Kern, im ganz tiefsten Inneren. Ah, da ist ein Gürtel, den will ich haben. Dankeschön. 218 Rüstung. Fett. So, und nu? Was geht denn, Alter? Bist du fresh? Ach nee! Nee! Ach komm, meine ganze schöne Rüstung. Ach Mensch. Was müsst ihr auch Ringelpiez mit anfassen machen, Jungs? Und dieses Piep-Piep-Piep, ist das eine Alarmanlage oder was? Oder sind es eure Hauptrechner, hä? Ja, früher waren unsere Rechner auch mal laut. Da gab es auch noch Pentium 75, ne? Aber die waren schon recht leise im Vergleich zu den alten 2 und 386ern und so, ne? Oh ja. Oh ja, 386 SX. Da wusste man noch, wo Computer die Eier hatten, ne? Oh mein Gott. Naja. Ja, die Steinzeit der Informationstechnologie. Naja, eigentlich noch nicht mal unbedingt. Also, so C64 und so weiter war halt doch noch ein bisschen, sagen wir mal, lower, ne? Schon wieder ein Anglizismus. So, jetzt sage ich euch mal was. Analjungfräuliche außerirdische Arschkekse albern armselig auf alten Aborten ab. Das nennt man eine Alliteration. Jetzt habt ihr wieder was gelernt.
Das ist, wenn halt Worte aufeinander folgen, die immer denselben Anfangsbuchstaben haben, sozusagen. Plump ausgedrückt. Und weil's mich zerlegt hat, tja, bereue ich nichts. Das geht eh viel besser, also ich pack das bestimmt auch ohne so viel Rüstung zu verlieren. So, erstmal den Bubi. Ja, mit deinen ganz gefährlichen Dreadlocks, ne? So. Jetzt ist er nicht mehr analjungfräulich. Um die Alliteration nochmal aufzugreifen, ne? Der steht hinterm Kraftfeld. Okay, ach Mensch. Das war jetzt doch auch nicht gut für die Gesundheit. Ist er tot? Ich traue ihm nicht ganz. Ich speichere mal. Weil hier war eben noch einer rumgerannt. Nein? Ich dachte, hier hätte mich noch einer beschossen. Zutritt verweigert. Der Eindringling muss eliminiert werden. Okay, also müssen wir den Sicherheitsalarm wohl irgendwie beenden. Sonst geht das hier nicht weiter. Oder wir schalten einfach alle Scare aus. Dann gibt es ja keinen mehr, der mich noch aufhalten könnte. Ach, wer weiß aber, wie viel da in dem Schiff drin waren. Und einige haben wir ja draußen erledigt. Die werden ja auch mit diesem Schiff angekommen sein. Die müssen eigentlich schon eine starke Besatzung gehabt haben. Oder sie haben sich eben mal nebenher ein bisschen frisch geklont. Na! Fang! Ich sagte fang. Na okay. Streifschuss geht auch. Meine Herren, geht hier aber was ab. Aha. Oh, liegt da viel schönes Zeug drin. Ich muss diese Barriere ausschalten irgendwie. Gefährliche Beleuchtung. Könnte entspannend sein, wenn es nicht ganz so dunkel werden würde. Weil blau ist ja eigentlich eine beruhigende Farbe. Okay, vielleicht für die Viecher nicht. Vielleicht ist es für die ein Alarmsignal. Jawohl. Der Gormann sagt Hallo. Und das Alien sagt Tschüss zum Popo. Und wenn er auch 10 Meter fliegt, der Held bleibt doch stets unbesiegt. Ja, egal. Das war übrigens ein Duke Nukem Zitat. Niemand klaut unsere Hühner und lebt danach noch, um danach davon zu erzählen, ja. Ja, also mit Hühner sind ja dann die Mädels gemeint, ne? Duke Nukem ist halt so... Also eigentlich, der müsste ein aufrecht lehnender Hohn sein, irgendwie mit seinem Testosteron und seinen Macho-Sprüchen, ne? Aber es gehört halt zu seiner Figur, ja. Und du Arsch, wir sehen uns später noch. Brauchst du gar nicht so wollüstig mit deinem Hinterteil zu wackeln.